Devon. Ich, weiblich, 41, lebe in Montana und war vor ein paar Jahren gezwungen, umzuziehen, nachdem meine Vermieterin beschlossen hatte, an ihren Sohn zu vermieten. Die Gemeinde, in der ich 12 Jahre lang gelebt hatte, ist unglaublich teuer geworden. Leider war ich gezwungen, in eine andere Stadt umzuziehen, und wegen des unerwarteten Umzugs und der damit verbundenen Kosten zog ich mit einer Mitbewohnerin zusammen. Etwa 3 Monate nach meinem Einzug zog mein Mitbewohner aus, um bessere berufliche Perspektiven zu finden. Unsere Wohnung war ein Triplex, das heißt, 2 Herren bewohnten die anderen Wohnungen. Ich wurde nie in den Mietvertrag aufgenommen, da die Hausverwaltung eine volle Kaution verlangte und ich mich zu diesem Zeitpunkt in keiner finanziell gesunden Lage befand. Ich blieb 2 Jahre lang in der Wohnung und bezahlte die Miete und die Nebenkosten allein. Ich wurde ein sehr guter Freund des Mannes, der in der Wohnung neben mir wohnte. Nennen wir diesen Mann Devon. Devon war ein behinderter Veteran in der Genesung. Ich bin auch ein Veteran, also hatte er irgendwie einen Platz in meinem Herzen. Wir haben gemeinsam gegessen, zusammen abgehangen, über alle Geheimnisse des Lebens diskutiert und aufeinander aufgepasst. Devon war 6 Wochen lang in Behandlung und ich passte auf seine Katze auf, während er weg war. Unsere Freundschaft entwickelte sich im Laufe von etwa 2 Jahren. Devon hatte romantisches Interesse bekundet, aber ich habe ihm von Anfang an klar zu verstehen gegeben, dass ich diese Gefühle nicht teilte und wir nie mehr als gute Freunde sein würden. Devon schien einsam zu sein, was auch verständlich war. Aber ich bin ein Mensch, der Zeit für sich braucht, um seine Batterien aufzuladen. Ich habe Devon strenge Grenzen gesetzt, denn er wollte die ganze Zeit herumhängen. Ich erwischte ihn mehrmals am Tag dabei, wie er durch den Vorgarten ging, um die Post zu holen. Wenn ich morgens zur Arbeit ging, stand Devon immer draußen, um mir zu sagen, dass ich gut aussehe und dass ich einen schönen Tag haben soll. Ich sagte ihm, dass mir das unangenehm sei und er mir einfach eine SMS schicken solle, wenn er sich mit mir treffen wolle und auf eine Antwort warten solle. Es gab ein paar Mal, dass ich ihn anschrie, weil er meine Grenzen überschritt. Das erste Mal, als ich gerade nach Hause gekommen war und in meine Garage fuhr. Ich hatte telefoniert und war im Auto geblieben und Devon schaute durch das Garagenfenster, um zu sehen, ob ich zu Hause war. Ich war verärgert, dachte mir aber nicht viel dabei. Beim zweiten Mal zog ich mich im Sommer in meinem Zimmer an, sodass das Fenster angekippt war. Ich hielt dies für sicher, da sich das Fenster nicht an einem Ort befand, an dem jemand vorbeigehen sollte, da es sich auf meiner Veranda auf der Rückseite des Hauses befand. Ich erwischte Devon, wie er hindurchspähte. Ich verlor die Fassung. Ich ließ Devon unmissverständlich wissen, dass sein Verhalten unangemessen war und dass wir keine Freunde mehr sein würden, wenn er meine Grenzen nicht respektieren würde. Letztes Jahr, als ich noch zu Hause wohnte, hatte ich Devon gebeten, für ein paar Tage auf meinen Hund aufzupassen, damit ich zu einer Familienfeier außerhalb des Staates fahren konnte. Devon war gerne bereit zu helfen und ich war ihm sehr dankbar dafür. Nicht lange nach meiner Rückkehr begann ich seltsame Dinge in meinem Haus zu bemerken, aber ich dachte wirklich, es läge an mir. Ich war mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass ich meine Tür morgens abgeschlossen hatte, als ich zur Arbeit ging, aber als ich zurückkam, war sie unverschlossen. Ich war mir sicher, dass ich alle Lichter ausgeschaltet hatte, aber als ich abends nach Hause kam, war eines noch an. Ich dachte wirklich, es sei einfach nur geistesabwesend. Ein paar Monate später erkrankte meine Mutter an Krebs. Meine Schwester passte auf meinen Hund auf, während ich mich um meine Mutter kümmerte. Meine Schwester wandte sich an mich und fragte, ob noch jemand einen Schlüssel zu meiner Wohnung hätte. Ich teilte ihr mit, dass sie den einzigen Ersatzschlüssel habe, fragte aber warum. Auch sie hatte dieselben Probleme mit dem Licht und den Schlössern gehabt. Ich hatte meine Bedenken nicht mit meiner Schwester geteilt, bevor sie mir ihre mitteilte, da ich an meinem eigenen Verstand zweifelte. Während ich nicht in der Stadt war, erhielt ich eine SMS von Devon, in der er mich fragte, ob ich eine Kartoffel hätte, die er sich ausleihen könnte. Ich ließ ihn wissen, dass ich mit meiner kranken Mutter verreist war. Devon antwortete nicht, was untypisch war, aber ich hatte eine Veränderung in seinem Verhalten bemerkt. Er war reservierter und weniger freundlich zu mir. Ich dachte, dass es wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass ich meine Grenzen strikt einhielt, was auch in Ordnung war. Er musste sie nicht mögen, nur respektieren. Als ich in die Stadt zurückkehrte, übernachtete ich eines Abends bei meiner Schwester, nachdem ich ihr beim Umzug geholfen hatte. Wie bereits erwähnt, hatte ich finanziell zu kämpfen, sodass ich meine wöchentlichen Mahlzeiten sorgfältig einplante. Am Morgen vor dem Umzug meiner Schwester hatte ich 3 Stücke Speck in einen Ziploc-Beutel gepackt, um sie später für ein Sandwich zu verwenden. Als ich am nächsten Morgen zurückkam, waren zu meinem großen Unglauben nur noch 2 Stücke Speck übrig. Ich hielt die Tüte in den Händen, wohl wissend, dass es 3 gewesen waren. Ich zweifelte nicht länger an mir.
Ich rief meine Schwester an und ließ sie wissen, dass jemand in mein Haus eingedrungen war. Das einzig Logische, was passieren konnte, war, dass Devin eine Kopie meines Schlüssels gemacht hatte, als er im Herbst auf meinen Hund aufgepasst hatte. Meine Schwester erinnerte mich an die Kartoffel-SMS. Und tatsächlich, mir fehlten Kartoffeln. Ich hatte genug Informationen, um sicher zu sein, dass mein Nachbar mein Vertrauen missbraucht hatte und kein Freund war. Trotzdem hatte ich keine Angst vor ihm. Wie ich bereits erwähnte, ist er ein behinderter Veteran und war etwas schwach und kränklich. Ich hatte keine Angst vor einer Konfrontation. Ich ging sofort in den Baumarkt und kaufte eine Kamera, die sich auf das Handy überträgt, sobald der Bewegungsmelder aktiviert wurde. Ich platzierte sie gegenüber der Seitentür, durch die Devin eintreten würde. Mein Plan war, dass ich, wenn Devin sich entschließen würde, mein Haus wieder zu betreten, ihn sehen und über die Kamera etwas sagen würde wie: Verpiss dich aus meinem Haus, leg den Schlüssel, den du nachgemacht hast, auf den Tresen und versuch nie wieder mit mir zu sprechen oder ich werde die Polizei einschalten. Wie ich oben geschrieben habe, stand ich nicht im Mietvertrag und wollte nicht obdachlos sein, also konnte ich mich nicht an die Hausverwaltung wenden und Devin wusste das. Abends begann ich, einen Krug Katzenstreu und einen Küchenstuhl vor die Tür zu stellen, von der ich wusste, dass Devin die Wohnung betrat, aber ich hatte niemals erwartet, dass er versuchen würde, hereinzukommen, während ich zu Hause war, und eigentlich hatte er nur ein Stück rohen Speck und eine Kartoffel genommen. Als ich eines Abends auf der Couch lag und fernsah, dachte ich hätte in der Waschküche, wo die Tür war, etwas auf dem Boden rutschen hören. Aber ich wusste, dass er auf keinen Fall reinkommen würde, während ich zu Hause war. Meine Katze lief herum und spielte, also beschloss ich, dass es wahrscheinlich nur sie war und ich wegen all der Ereignisse paranoid war. Am nächsten Morgen, als ich meine Wäsche wechselte, bemerkte ich, dass die Einstreu und der Stuhl 3 bis 4 Zentimeter verschoben worden waren. Ich überprüfte die Empfindlichkeit der Kamera und stellte fest, dass ich sie durch langsames Öffnen der Tür reproduzieren konnte. An diesem Morgen nahm ich Pfefferspray mit unter die Dusche, während mir die Knie schlotterten. Ich hatte schreckliche Angst. Ich fühlte mich verletzlich. Devin wusste, dass ich das jetzt auch wusste. Er wusste, dass ich eine Barriere vor die Tür gestellt hatte. Seit diesem Morgen war er morgens nie mehr draußen und er ging auch nicht mehr durch den Hof, um seine Post zu holen. Ich besorgte mir eine Schusswaffe zum Schutz und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Polizeibeamte war verärgert über mich, weil ich nicht wollte, dass er sich an Devin wendet, denn Devin hätte mich nur bei der Hausverwaltung melden müssen und ich wäre obdachlos gewesen. Ich bin dankbar, dass das, was er vorhatte, offenbar vereitelt wurde. Die Tatsache, dass er versucht hat, in meine Wohnung einzudringen, obwohl er wusste, dass ich zu Hause war, macht mir eine Heidenangst. Ich frage mich, ob er meine Unterwäsche durchwühlt hat, mich beim Schlafen beobachtet hat und so weiter. Seitdem hat sich meine Situation stark verbessert. Kurz danach bin ich ausgezogen, um mich um meine Mutter zu kümmern. Seit ein paar Monaten habe ich wieder eine eigene Wohnung. Ich werde mich nie wieder auf einen anderen Nachbarn verlassen, der auf mein Haustier oder mein Haus aufpasst. Es macht mich immer noch fassungslos, dass mich so ein Trottel bestohlen und wahrscheinlich auch verfolgt hat. Diese Geschichte bestätigt nur, dass man immer auf sein Bauchgefühl vertrauen sollte. Es gab so viele Momente, in denen die Alarmglocken schrillten und ich dachte, ich sei verrückt. An Devin, lass uns nie wieder treffen. Das Haus. Mein Freund und ich zogen vor knapp 2 Jahren in dieses Haus. Wir sind die zweiten Besitzer des Hauses. Der ursprüngliche Besitzer war ein älterer Mann, der seine Frau nach einem Schlaganfall gepflegt hatte. Sie verstarb schließlich und da er Ende 70 war, beschloss er, nach Florida zu ziehen. Wir trafen ihn kurz bei einer der Inspektionen und er war uns nicht unheimlich oder so. Nichts im Haus schien ungewöhnlich. Keine Anzeichen für satanische Rituale und so weiter. Spaß beiseite, ich füge diese Details hinzu, weil ich davon ausgehe, dass einige dieser Fragen auftauchen werden. In der Nacht, in der wir einzogen, gab es einen Tornado. Das Hin- und Herhetzen zwischen dem Airbnb und unseren beiden Katzen in der ersten Nacht war, gelinde gesagt, stressig. Wir warfen eine Luftmatratze hin, holten das Katzenklo, Katzenfutter und andere wichtige Dinge heraus und schliefen dann ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mein Kater Oscar tot. Da er erst 7 Jahre alt war und ich nicht wusste, ob eine Gefahr für seinen Bruder Max oder für uns bestand, habe ich schnell eine Autopsie durchführen lassen. Der Tierarzt sagte, dass er im Grunde genommen ein Blutgerinnsel hatte, wahrscheinlich durch den Stress des Umzugs. Ich vermisse ihn, er war eine verdammt coole Katze. Ich glaube, er ist immer noch da, sein Geist oder was auch immer, und ich bin mir fast sicher, dass er Max in manchen Nächten besucht und mit ihm spielt.
Vor allem, wenn ich sehe, wie Max anfängt herumzujagen, so wie sie sich früher gegenseitig gejagt haben. Wahrscheinlich bin ich verrückt, aber ich fühle mich besser, wenn ich es glaube. Eines der ersten merkwürdigen Dinge, die sich ereigneten, war nach ein paar Wochen. Ich war in meinem Büro und baute einige Regale auf. Ein idiotensicherer Bausatz mit Hardware in nummerierten Beuteln, die man je nach Arbeitsschritt öffnet. Ich war beim letzten Schritt, bei dem es darum ging, diese vier Füße einzuschlagen, die jeweils einem riesigen Reißnagel ähnelten. Gerade groß genug, um zu verhindern, dass das Regalsystem den Boden zerkratzt. Ich hämmerte die ersten drei ein und der vierte war einfach weg. Ich stand auf und durchsuchte den Raum. Es ist nirgends zu finden. Ich schaue bei Max nach, er ist ein Maine Coon, vielleicht hat es sich in seinem Haar verfangen. Nach einer Stunde, in der ich fast das ganze Haus durchwühlt habe, gebe ich auf und staple ein paar Vierteldollarmünzen dort, wo der Fuß hingehört hätte. Ich sagte meinem Freund, er solle die Augen danach offen halten. Wir haben ihn dann drei Tage später auf dem obersten Regal meines Kleiderschranks gefunden, unter einer Mütze. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass wir nur zu zweit sind und niemand sonst im Haus lebt, zumindest nicht in Vollzeit. Wir haben ein Zimmer über der Garage, in dem eines der Kinder wohnt, wenn es nicht auf dem College ist. Als das alles Anfang Oktober passierte, war sie in der Schule. Wir fingen an, Dinge zu hören. Die Anzahl der Male, die wir in eines der Zimmer des anderen eilen, nur um festzustellen, dass keiner von uns den anderen gerufen hat, aber einer von uns zu diesem Zeitpunkt deutlich gehört hat, dass jemand nach uns gerufen hat. Manchmal hören wir auch krachende Geräusche. In den ersten Tagen, als die Kisten und Dinge verstreut waren und ausgepackt wurden, dachte ich, die Katze hätte einfach etwas umgeworfen. Ich ging nachsehen und fand nichts, was nicht in Ordnung war. In Zimmern, die wir nicht benutzt hatten, brannte plötzlich Licht. Auch hier schrieben wir das meiste der Verwirrung oder Unachtsamkeit zu. Es war ein neues Haus, keiner von uns hatte seine Routine, es war ein heißes, schlafloses Durcheinander und ich kann nicht immer schwören, dass ich nicht in das hintere Schlafzimmer gegangen bin und vielleicht auf Autopilot das Licht angemacht habe. Ich bin auch ziemlich pragmatisch und realistisch, also versuche ich für die meisten Dinge einen rationalen Grund zu finden, bevor ich mich auf paranormale und metaphysische Konzepte stürze. Eines Abends hörten wir beim Abendessen ein seltsames Geräusch und als wir aufstanden, um nachzusehen, fanden wir die Badewanne auf Hochtouren laufen. Ungefähr zu dieser Zeit fanden wir auch Merkwürdigkeiten wie schiefhängende Bilder an den Wänden. Insgesamt begannen die Dinge zu eskalieren. Mein Freund und ich versprachen uns gegenseitig unter Androhung der Beendigung unserer Beziehung, dass keiner von uns dem anderen einen Streich spielen würde. Dieser Pakt gilt bis zum heutigen Tag. Zu diesem Zeitpunkt begann ich, mich mit metaphysischen Dingen zu beschäftigen, die mir helfen konnten. Ich spreche von Amethyst- und Obsidianstücken im Haus und so weiter. Es hat nicht wirklich viel bewirkt, soweit ich das beurteilen kann. Es passierten weiterhin Dinge. Zweimal am selben Tag, zu völlig unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Badezimmern, erlebten wir beide ein unglaublich lautes Klopfen auf dem Dachboden über dem Badezimmer, als wir unser Geschäft verrichteten. Die Schlösser waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausgetauscht worden. Ich fing an, mich im ganzen Haus umzusehen und fragte mich, ob jemand eingebrochen war. Der Dachboden hat zwei Eingänge, einen über eine Leiter vom Flur aus und den anderen durch eine Öffnung in der Traufe, die man vom Raum über der Garage aus erreichen kann. Ich habe die Sachen vor der Traufentür gestapelt, nur um sicherzugehen, dass nichts kommt und geht. Ich kam zu der Erkenntnis, dass der Dachboden voller Sachen des Vorbesitzers war, Gepäck, Kleidung und andere Dinge. Ich habe ihn immer noch nicht aufgeräumt, also ist vielleicht irgendetwas da oben mit einem Wesen verbunden. Keine Ahnung. Ich habe nie etwas Böses von der Entität gespürt. Meine andere Hälfte hat schreckliche Angst davor. Als ich eines Tages vom Einkaufen nach Hause kam, fand ich das Kreuz im Schlafzimmer zur Seite gedreht. Ich spürte auch, wie sich jedes einzelne Haar an meinem Körper aufstellte, als ich den Raum betrat. Ich kann nicht sagen, ob es die Energie ist, die mir buchstäblich die Haare zu Berge stehen lässt, oder ob ich mich einfach nur unwohl fühle. Als ich eines Abends die oben erwähnten gestapelten Gegenstände im Raum überprüfen wollte, stellte ich fest, dass alle LED-Leisten, die das Mädchen angebracht hatte, rot leuchteten. Sie war seit Wochen nicht mehr zu Hause gewesen und benutzte nie diese Farbe. Ich war nur ein paar Tage zuvor dort oben und alle Lichter waren aus. Halloween hat Spaß gemacht. Wir haben Süßigkeiten verteilt und mit den Nachbarn in der Sackgasse gesprochen. Ein niedliches Kind, vielleicht 4 Jahre alt, drehte sich zu seiner Rechten um und sagte: Ihr habt einen Kobold in eurer Garage. Wir hatten auf dieser Seite des Hauses keine Dekoration. Ich habe die Angewohnheit, leichtsinnig zu sein und habe angefangen, mit dem Wesen zu reden. Mein Freund hat es auch einmal versucht. Zu diesem Zeitpunkt fingen wir an, manchmal im Dunkeln atmen zu hören.
Eines Nachts war er im Flur und machte das Katzenstreu sauber. Er spürte etwas hinter sich und hörte Atmen. Er sagte ganz ruhig: "Ich bin gerade beschäftigt, bitte lass mich in Ruhe." Die Gefühle und Empfindungen verschwanden augenblicklich, dann fielen alle Türen im Flur zu. Wir begannen beide, Amethyst- und Obsidian-Schmuck zu tragen, nur für den Fall. Ich bemerkte, dass Filme, die ich auf meinem Computer laufen ließ, abgespielt oder beendet wurden, obwohl ich wusste, dass ich sie angehalten hatte. Ich dachte, wenn man ein Geist ist, langweilt man sich vielleicht zu Tode, also sprach ich mit dem Geist und stellte ein Dutzend Bücher im hinteren Schlafzimmer auf. Eine Mischung aus meinen Sachen und denen meines Freundes, ohne zu wissen, worauf das Ding stehen könnte. Ich bin nun mal ein großzügiger Gastgeber. Am nächsten Tag war eines der Bücher auf den Kopf gestellt und aufgeschlagen, als ob es nach dem Lesen abgelegt worden wäre. Ich habe mehr Bücher herausgeholt, aber es ist nie wieder passiert. Zu Weihnachten hatten wir 6 verschiedene Mini-Krippen im ganzen Haus. Wir haben verschiedene Teile aus den Krippen gefunden, die wir in die Szenen eingebaut haben, die nicht dazugehörten. Wir hatten auch diese kleinen Weihnachtswichtel, die wir auf die Gardinenstangen setzten. Eines Morgens fanden wir einen aufrecht sitzend in der Mitte der Couch, gut 3 Meter von der Stelle entfernt, an der er vorher stand. Eines Abends saßen wir draußen vor dem Haus und rauchten eine Zigarette, kamen herein und hörten Musik. Da war eine Schneekugel, die Musik spielte. Eine Schachtel mit Kleenex, die wir auf dem Wohnzimmertisch aufbewahren, wurde eines Tages in der Garage gefunden. In einer anderen Nacht kamen wir zurück ins Haus und fanden eines unserer Fleischermesser auf dem Küchenboden, statt dem Messerblock. Eines Nachts wachte ich auf und hörte ein Klopfen an der Haustür. Durch die Glasscheibe konnte ich sehen, dass es eine Dekoration war, die wir draußen aufgehängt hatten und die gegen die Tür schlug. Ich öffnete die Tür in der Erwartung, einen Sturm zu sehen, aber die Nacht war völlig ruhig, die Bäume schwankten nicht einmal. Keinerlei Wind. Die früheren Hausbesitzer haben irgendwann einmal im Haus geraucht, so viel wissen wir. Komischerweise riecht es manchmal, wenn man in das hintere Badezimmer geht, als würde jemand aktiv eine Zigarette rauchen. Es ist schon wahnsinnig oft vorgekommen, dass wir draußen waren und aus den Augenwinkeln eine Bewegung gesehen haben, etwas, das wie eine Person im Fenster aussah. Auch Freunde und Familienmitglieder, die uns besuchen, haben so etwas bemerkt. Dinge verschwinden und tauchen viel zu oft an zufälligen Orten wieder auf. Das sind also die meisten der großen Dinge. Ich werde versuchen, die häufigsten Fragen vorsorglich zu beantworten. Nein, wir haben keine Kameras im Haus. Wir haben es in Betracht gezogen. Das wäre zu viel Arbeit, um vielleicht etwas einzufangen, das sich bewegt. Die Nachbarn informierten mich ein wenig über die familiäre Geschichte des Hauses. Der Vater arbeitete hart, seine Kinder waren drogensüchtige Drecksäcke, die das Haus verwüsteten und viel feierten. Soweit ich weiß, ist in dem Haus niemand gestorben und es gab auch keine anderen merkwürdigen Aktivitäten. Könnten sie sich betrunken haben und eine Katze auf einem Ouija-Brett geopfert haben? Sicher, ich weiß es nicht. Wir haben überlegt, das Haus von der Kirche segnen zu lassen, aber die Aktivität im Haus ist so unregelmäßig, dass ich es nicht rechtfertigen kann, jemanden zu engagieren, der vorbeikommt, wenn es Monate gibt, in denen nichts passiert und dann eine Woche lang ein Haufen Zeug. Ich dachte, es sei vielleicht zyklisch an ein Ereignis gebunden, vielleicht sogar an die Mondphase, aber bisher habe ich keinen Anhaltspunkt. Ich habe auch wirklich kein Interesse daran, jemanden für eine Untersuchung zu bezahlen. Hoffen wir einfach, dass es sich bessert. Geräusche. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ich schreibe hauptsächlich, um mir alles von der Seele zu reden, in einer Gemeinschaft von Leuten, die vielleicht ähnliche Erfahrungen in der Vergangenheit oder Gegenwart gemacht haben oder auch nicht. Ich möchte auch hinzufügen, dass um mich herum schon immer unheimliche, unerklärliche Dinge passiert sind, seit ich ein kleines Kind war. Ich bin im September 2023 in meine Wohnung gezogen. Ich habe mich in meiner Wohnung immer wohl und ruhig gefühlt. Abgesehen von meinen üblichen Albträumen war alles in Ordnung. Im Januar begannen die Dinge merkwürdig zu werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass ich alleine in einer Einzimmerwohnung lebe. Als das erste Mal etwas passierte, schlief ich tief und fest und wurde um 3 Uhr morgens durch 3 Klopfzeichen an meiner Schlafzimmertür geweckt. Normalerweise schlief ich mit offener Schlafzimmertür und habe erst jetzt angefangen, sie nachts zu schließen. Es war laut und absichtlich. Ich redete mir ein, dass ich es mir nur eingebildet hatte, und obwohl ich sehr erschrocken war, schlief ich wieder ein. Am nächsten Tag telefonierte ich mit meiner Schwester und erzählte ihr, was passiert war. Aus Neugier klopfte ich an meine Schlafzimmertür und es war genau dasselbe Geräusch.
In den nächsten Monaten hörte ich 3 Klopfgeräusche an meiner Schlafzimmertür, im Badezimmer oder an der Haustür gegen 3 Uhr morgens. Im März hatte ich sogar einen Freund zu Besuch, der um 1 Uhr morgens durch 3 Klopfzeichen an der Haustür geweckt wurde. Um diese Zeit hörte ich zum ersten Mal die Stimme meiner Tochter, die neben meinem Bett zu mir sprach. Meine Tochter ist 12 und lebt Vollzeit bei ihrem Vater, also wusste ich es und sagte mir, das ist nicht meine Tochter. Ich erlebte auch etwas, das sich wie Kratzspuren an den Metallteilen meiner Standheizung anhörte, als ich völlig wach im Bett lag. Ein anderes Mal lag ich im Bett und roch ein paar Sekunden lang Schwefel neben meinem Bett, stand auf und verließ mein Schlafzimmer. Danach habe ich meine ersten Maßnahmen ergriffen. Ich habe einen Lieblingstarotleser, den ich letztes Jahr gefunden habe, als er gerade anfing, kostenlose Lesungen zu machen. Ich war in der Nacht, nachdem ich meine Tochter gehört hatte, in seiner Live-Sendung und bat ihn und die 13 anderen Teilnehmer um Rat. Er und ein paar andere schlugen vor, Salbei zu verbrennen. Als nächstes schlugen sie vor, Salbei-Räucherstäbchen zu verwenden und in der ganzen Wohnung, in allen Ecken und Winkeln, laut zu klatschen, um die Energie aufzubrechen und sie in der ganzen Wohnung in Bewegung zu bringen. Und schließlich sollte man ein Fenster öffnen und denjenigen, um den es sich handelt, bitten, die Wohnung durch das entsprechende Fenster zu verlassen. Ich konnte im Walmart keine Salbei-Räucherstäbchen finden, also habe ich mir einen Plug-in-Wachswärmer besorgt und Salbei-Wachsschmelzen gekauft. Ich ging nach Hause und führte das Ritual durch und ich hatte 3 Wochen lang keine Störungen. In dieser Zeit begann ich, das Licht im Bad bei offener Tür, im Schlafzimmer bei offener Tür und in der Küche jede Nacht anzulassen und ich schlief mit meiner Wintermütze, die ich als Gesichtsmaske für meine Haare geöffnet hatte. In der Nacht zum Sonntag wurde ich durch ein hölzernes Plopp geweckt, das auf den Boden schlug, wie ein Stab oder das hölzerne Ende eines Besenstiels neben meinem Bett. Ich dachte, es sei Zeit aufzustehen, um meine Tochter für die Schule zu wecken, aber ich bemerkte, dass es draußen völlig dunkel war. Ich hielt mir die Mütze über die Augen, sagte mir, ich solle ruhig bleiben und drehte mich um, um so zu tun, als ob ich wieder einschlafen würde. Nach ein paar Minuten höre ich es wieder und spüre diesmal die Vibration auf dem Boden. Ich ignoriere es, dann passiert es 2-mal hintereinander. Ich ignoriere es weiter, dann passiert es wieder 2 oder 3-mal hintereinander. Ich springe auf und sage, scheiß drauf, und renne in mein Wohnzimmer, schnappe mir meine Handtasche, meine Schuhe und lasse mein Telefon liegen. Als ich im unteren Stockwerk ankomme, sehe ich, dass es 11:45 ist. Ich habe bei meinem Ex-Freund auf der Couch geschlafen, weil ich so viel Angst hatte. Ich gehe am Montagabend zurück in meine Wohnung und höre ein lautes, hölzernes Geräusch, wie wenn sich ein Haus setzt, aber ich wohne in einem Betongebäude und habe es noch nie gehört. Ich war bis Mitternacht mit einem Freund am Telefon und hörte das laute Knacken im Schlafzimmer, in der Küche und im Bad alle 5-10 Minuten für etwa 2 Stunden. Ich schlief auf meinem Stuhl ein, weil ich Angst hatte, wieder in meinem Schlafzimmer zu schlafen und wurde um 2 Uhr morgens von einem weiteren Knall geweckt. Ich beschloss, einfach in den sauren Apfel zu beißen und schlief auf meinem Bett ein, wachte aber alle halbe Stunde oder so auf, ohne dass ich Störungen bemerkte. Ich verließ meine Wohnung um 5:50. Ich stieg in mein Auto und fuhr zu meinem Vater, der 1,5 Stunden entfernt wohnte, zum Teil, um ihn zu sehen, aber vor allem, um von meiner Wohnung wegzukommen. Ich bin jetzt immer noch hier. Ich habe das alles meinem Freund, meiner Schwester und meinem Vater erzählt und gestern meinem Therapeuten im Detail. Ich bin nervös, weil ich wieder in meiner Wohnung bin. Ich habe so viel Angst in meinem Herzen und bin einfach verängstigt. Ich habe mich heute bei meiner Wohnungsverwaltung erkundigt und es ist noch nie jemand in meiner Wohnung gestorben. Ich rief bei einer katholischen Kirche an und hinterließ eine Voicemail mit einer Priesterin, die mich anrufen wollte, um mich zu beraten und sich hoffentlich mit mir zu treffen und zu besprechen, ob ich in meine Wohnung komme. Ich war schon immer nicht religiös, aber jetzt bin ich für alles offen. Es ist erwähnenswert, dass ich schreckliche, ekelhafte, böse Gedanken hatte, die so schlimm waren, dass ich niemandem sagen kann, was sie sind, weil ich nicht verhaftet werden möchte. Ich brauche dringend Hilfe. Paranoia. Ich schreibe das jetzt wegen einer Begegnung, die ich vor ein paar Stunden hatte und die mich erschüttert, paranoid und frustriert über dieses ganze Muster hat, das seit einem Jahr andauert. Es tut mir also leid, wenn es verwirrend ist, aber ich konnte deswegen den Rest der Nacht nicht mehr schlafen. Zum Hintergrund, aufgrund einer chronischen Krankheit bin ich mir meines Körpers sehr bewusst und ich hatte schon immer unerklärliche Begegnungen, seit ich jung war, aber ich hatte nie so viel Angst vor ihnen wie jetzt.
Vor etwa einem Jahr begann ich unter immensen Schlafproblemen und Paranoia zu leiden, weil ich eine extrem starke Präsenz in meinem Zimmer spürte. Ich kann es nicht anders beschreiben als eine Präsenz, die mir viel Angst macht und mir das Gefühl gibt, beobachtet zu werden. Es ist stationär in der oberen Ecke meines Zimmers, wo ich die meiste Zeit des Tages damit verbringe, an Kunstwerken und in der Schule zu arbeiten und meine Aquarien zu pflegen, aber es ist nachts am aktivsten und das ist der Grund für mein größtes Problem mit ihm. Er schaut nicht von mir weg, wechselt nicht die Position und interagiert auch nicht mit mir. Allerdings weigere ich mich derzeit, es zur Kenntnis zu nehmen, weil ich das ungute Gefühl habe, dass mir etwas Schlimmes zustoßen wird, wenn ich es tue. Es fühlt sich nicht per se böse an, aber es fühlt sich so an, als würde es sich über meine Weigerung, es anzuerkennen, amüsieren und die Menge an Angst, die es mir bereitet, hat mich schon einmal körperlich krank gemacht. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Es gibt noch eine andere Präsenz, die diese begleitet, aber sie fühlt sich wie eine völlig separate Einheit an. Ich fühle nichts von ihr. Ich habe eine Kommode mit einem Spiegel gegenüber meinem Bett, aber der Spiegel kann mich nicht sehen, wenn ich schlafe, weil das Bett viel zu niedrig ist und diese Präsenz steht zwischen meinem Bett und meiner Kommode. Es fühlt sich wie eine physische Barriere an, solide, und wenn ich es als etwas anderes beschreiben könnte, wenn ich aufwache, dann wäre es so, als ob ich einen Torso sehen würde, weil er mich überragt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Präsenz in meiner Deckenecke eine ständige Präsenz ist, wenn sie da ist, und die andere entdecke ich in zufälligen Abständen. Ich spüre sie, weil ich zufällig mit dem Gefühl aufwache, dass etwas vor mir ist. Wie wenn man im Dunkeln herumläuft und instinktiv weiß, dass eine Wand vor einem steht. Beide Wesenheiten haben Schonzeiten, in denen sie mich ein oder zwei Monate lang nicht so sehr belästigen. Derjenige, der mich beobachtet, schwankt jedoch in dieser Schonzeit hin und her. Anstatt einer starken, angsteinflößenden Präsenz, die mich erschreckt, fühle ich mich zu jeder Zeit des Tages, wenn ich in meinem Zimmer bin, beobachtet. Das bringt mich zu meiner jüngsten Begegnung mit etwas völlig Neuem. Ich wachte instinktiv durch ein seltsames Gefühl in meinem Magen auf. Es war nicht das gleiche Gefühl wie das Spüren der Wand oder das Gefühl, beobachtet zu werden, sondern ein seltsames Gefühl, das meinem Körper sagte, er solle aufwachen und nachsehen. Es war so menschlich und fest, dass ich in den ersten Sekunden wirklich dachte, eines meiner Familienmitglieder sei in meinem Zimmer, obwohl ich bereits wusste, dass diese Person von der Statur her keinem von ihnen glich. Sie war nur geringfügig größer als mein Stuhl, vielleicht einen Fuß kleiner als ich, und mich überkam sofort ein ähnliches Gefühl wie bei der Person, die mich beobachtet. Wenn ich mich bewege, wenn sie weiß, dass ich weiß, dass sie da ist, wird etwas Schlimmes passieren. Das hier war eher klagend, als ob ich wirklich nicht wollte, dass es mich sieht. Es kauerte zunächst in derselben Ecke wie das Ding, das mich beobachtet, aber nicht in einer unheimlichen Hocke, sondern so, als würde es etwas von meinem Schreibtisch aufheben. Es stand auf und ich konnte nichts in seinen Händen sehen oder überhaupt seine Hände und es ging um meinen Stuhl herum. Es kam ein paar Zentimeter an meinem Stuhl vorbei, bevor es plötzlich stehen blieb und ganz verschwand. Das war das erste Mal, dass ich etwas so Körperliches gesehen habe, dass ich dachte, es sei wirklich jemand in meinem Zimmer oder dass ich das Gefühl hatte, es könnte mir körperlich wehtun. Ich war wie erstarrt. Es hat mich nie bestätigt, aber ich hatte meine LEDs eingeschaltet, nachdem es weg war und konnte 10 Minuten lang nicht schlafen, weil ich das schreckliche Gefühl hatte, dass es immer wieder auftauchte und ich ständig nachsehen musste. Ich konnte wirklich nicht verarbeiten, dass ein Eindringling in meinem Haus war und sich einfach versteckt hatte. So real haben sie sich angefühlt und ausgesehen. Nachdem ich mich beruhigt hatte, schaltete ich das Licht wieder aus und zwang mich zu versuchen zu schlafen, aber am Ende schaute ich nur noch Videos auf meinem Handy. Eine Stunde später blinkten meine LEDs auf und pulsierten, während ich mit meinem Freund darüber sprach, was mir gerade passiert war. Ich habe sie sofort wieder ausgeschaltet und mich geweigert, noch etwas zu sagen. Es ist wichtig anzumerken, dass dies während einer Schonzeit geschah, in der die beiden Präsenzen, die ich normalerweise habe, nicht anwesend waren und eine Woche, nachdem ich eine SMS von meiner Mutter erhalten hatte, dass sie mich direkt neben sich um Hilfe rufen hörte. Ich habe es auch gehört, aber ich war im Bad und dachte, es sei der Fernseher. Bitte gebt mir Ratschläge oder stellt Theorien auf, warum mir das passiert. Ich möchte einfach nur schlafen. Ich kann auch meinen Spiegel nicht erreichen, um ihn abzudecken, weil er ziemlich groß ist und alle meine Ohrringe umwerfen würde. Der Schulausflug. Als ich in der Grundschule war, machten wir einen Schulausflug zu einem Ort namens Marchant's Hill in Surrey, Großbritannien. Marchant's Hill ist ein Abenteuerzentrum, das sich hauptsächlich an Schulen wendet.
Dort werden Aktivitäten wie Klettern, Orientierungslauf, Kanufahren und so weiter angeboten und man kann dort in Schlafsälen übernachten. Der Ort befindet sich auf einem 45 Hektar großen Gelände und es gibt keinen anderen Grund dort zu sein als den oben genannten. Ich glaube, es gibt dort auch einen Teil für Erwachsene, der für Teambuilding und ähnliches gedacht ist, aber die sind nicht zusammen, sodass wir dort immer nur Angestellte oder manchmal Kinder aus einer anderen Schule gesehen haben. Eines Abends zelteten wir für die Nacht. Ein Angestellter von Marchant Hill führte uns gegen 19 Uhr zum Campingplatz, zeigte uns, wie man Zelte aufbaut und ein Feuer macht und verließ uns dann für die Nacht, um uns in der Obhut von zwei Lehrern der Schule zu lassen. Wir hatten ein Feuer angezündet und saßen alle um das Feuer herum auf Holzscheiten, die rund um den Feuerbereich ausgelegt waren. Wir sangen Lieder, redeten und waren einfach nur Kinder, als es dunkler wurde. Nach einer Weile hörten ein paar von uns, wie sich jemand näherte, aber ich dachte mir nichts dabei. Wahrscheinlich nur ein Angestellter, der nach dem Rechten sieht. Plötzlich tauchte dieser Typ aus der Dunkelheit auf und sagte laut: "Ihr solltet nicht hier sein." Alle drehen den Kopf herum, um zu sehen, wer das ist, und der Typ steht einfach nur da. Er ist ein großer Mann und sieht obdachlos aus, weil er einen dicken, struppigen Bart und Haare hat. Aber er trägt einen Anzug mit Gummistiefeln und hält eine Plastiktüte in der Hand. Einer unserer Lehrer sagt zu dem Mann: "Ist schon gut, wir sind für ein paar Tage hier angemeldet. Wir sind von dieser Schule." Der Mann schaut sich ein paar Sekunden lang um, als würde er sich selbst überprüfen, und wiederholt dann lauter: "Sie haben hier nichts zu suchen." Der männliche Lehrer, der bei uns war, springt auf und stellt sich schnell zwischen den Mann und uns Kinder und wiederholt, dass wir hier sein sollten, und fragt den Mann, wer er sei, während er ihn gleichzeitig am Arm packt, um ihn wegzuführen. Der fremde Mann zieht seinen Arm aggressiv weg und geht dann ganz schnell weg, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Ein wenig später sind alle Kinder in ihren Zelten. Zwei in einem Zelt. Die Lehrer sitzen immer noch draußen und genießen wahrscheinlich die kinderfreie Zeit, als wir ein Rufen hören. Ein paar von uns öffneten ihre Zelte und ich konnte gerade noch denselben Mann in der Dunkelheit stehen sehen. Unser Lehrer ist zu diesem Zeitpunkt bereits bei dem Mann und ruft ihm zu, er solle gehen, aber der Mann schaut ihn nur an, also beginnt der Lehrer, ihn sanft von uns wegzuschieben und sagt dabei etwas zu dem Mann. Sie verschwinden für etwa 30 Sekunden in der Dunkelheit der Umgebung, dann kommt mein Lehrer zurück und sagt mit einem dringenden Blick: "Wir gehen jetzt zurück in die Schlafsäle." Keine Ahnung, was gesagt wurde, aber das ganze Verhalten meines Lehrers änderte sich. Wir lassen alle unsere Zelte stehen und gehen bei Fackelschein die etwa 10 Minuten zurück zu den Schlafsälen. Als wir im Schlafsaal sind, geht der Lehrer weg, um mit einem Angestellten zu sprechen, und etwa 15 Minuten später sehen wir, wie ein Polizeiauto am Empfangsbereich vorfährt und die Polizei mit meinem Lehrer spricht. Dieser Kerl hatte absolut keinen Grund, auf diesem 45 Hektar großen Gelände zu sein. Im Nachhinein betrachtet hatte er wahrscheinlich psychische Probleme, aber er hat uns eine Heidenangst eingejagt und wenn ich daran denke, wird mir immer noch ein wenig mulmig zumute. Eidechsenjagd. Als ich ungefähr 10-13 Jahre alt war, gingen meine Familie und ich auf das, was mein Vater Eidechsenjagd nannte. Kurz zum Hintergrund: Wir leben in Las Vegas und mein Vater ist ein wirklich seltsamer Typ. Die bipolare Störung liegt in seiner Familie und ich glaube wirklich, dass er sie hat. Er hat sich nie wirklich um eine Beziehung zu mir und meinen Geschwistern gekümmert, aber zur Überraschung vieler ist er immer noch mit meiner Mutter verheiratet. Er ist sehr religiös und anscheinend hat ihm eine Stimme von Gott gesagt, dass er näher bei seinem Sohn sein muss. Also erfand er diese Sache namens Eidechsenjagd. Er nahm mich mit in abgelegene Teile der Wüste und wir suchten nach Eidechsen, fingen sie und ließen sie wieder frei. Das war seltsam, aber manchmal auch lustig, wenn er mir nicht gerade aus der Bibel vorlas. Einmal beschlossen er und meine Mutter, dass wir alle gehen sollten: Mutter, Vater, zwei Schwestern. Es begann wie jede normale Eidechsenjagd. Wir kamen früh am Morgen an. Wir liefen durch die Wüste auf der Suche nach Eidechsen und schauten uns die Landschaft an. Ich war besonders aufgeregt, weil ich meinen Schwestern zeigen konnte, was wir gemacht haben. Wir fangen an zu laufen und entfernen uns nicht mehr als 15 Minuten. Wir kommen zu einer Art Mini-Berg in der Mitte der meist flachen Wüste. Als wir ihn umrunden, sehen wir einen Haufen Vögel, die über etwas auf dem Hügel kreisen. Meine Schwestern und ich sind neugierig und laufen den Hang hinauf, der uns die Sicht auf die Rodeoanlage versperrt. Wir stoßen auf etwas, das eine Hundepfote zu sein scheint.
Es sah ein bisschen verbrannt aus, was seltsam war, aber Vegas ist ein sehr heißer Ort, sodass jetzt, wenn ich zurückblicke, es vielleicht nicht so seltsam gewesen. Es war sehr groß für eine Hundepfote. Als wir sie untersuchten, kamen meine Mutter und mein Vater dazu und begannen sie zu betrachten. Sie sehen beide ziemlich erschrocken aus und ich verstehe immer noch nicht so recht, was da passiert ist. Während sie sich unterhalten, laufe ich den Hügel hinauf und sehe weitere verstreute Teile. Ich glaube, ich bin auf etwas gestoßen, das ein Brustkorb zu sein schien. Plötzlich packt uns meine Mutter und zieht uns weg. Sie sagt meinem Vater, er solle den Hügel hinaufgehen, um zu sehen, ob da noch mehr sei. Er bestätigt, dass es sich um einen toten Mann handelt. Jahre später, als Teenager, fragte ich meine Mutter, woher er das wusste, und sie erzählte mir die blutigen Details. Anscheinend war der Mann nackt, die fleischigeren Teile von ihm waren oben auf dem Hügel, mein Vater fand seine untere Hälfte mit intakten Genitalien. Dann, glaube ich, seinen Kopf, der hinter einem Busch versteckt war. Ich weiß mit Sicherheit, dass es einen Arm, einen Brustkorb und sein Becken gab. Sie lagen alle wahllos auf dem Hügel verstreut. Meine Mutter glaubt, dass das daran liegt, dass die Vögel sich von ihm ernährt haben und seinen Körper verteilt haben. Sofort versucht meine Mutter, die Polizei zu rufen. Wir waren noch nicht weit von Mobilfunkmasten oder der Straße entfernt, also brauchte sie nicht lange, um ein Signal zu bekommen. Sie erklärt alles. Es dauert nicht lange, bis die Polizei kommt. Wir werden von meinen Eltern getrennt und sitzen eine gefühlte Ewigkeit in einem Polizeiauto. Endlich dürfen wir gehen und ich höre meine Eltern fragen, ob sie uns Bescheid sagen können, was passiert ist. Der Polizist war unhöflich und sagte nur, sicher, und ging weg. Danach ist nicht viel passiert, meine Eltern haben nicht viel darüber gesprochen. Offensichtlich, weil wir noch Kinder waren. Auf der Heimfahrt erinnerten sie sich daran, dass wir am Abend zuvor unsere abendliche Bibelstunde hatten und er gerade aus Matthäus las, als mein Vater auf eine Stelle hinwies, die er am Abend zuvor interessant fand. Der Vers lautete, siehe, ich habe es euch im Voraus gesagt. Wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, oder siehe, er ist in den inneren Räumen, so glaubt ihnen nicht. Denn wie der Blitz vom Osten kommt und bis in den Westen leuchtet, so wird auch die Ankunft des Menschensohns sein. Wo immer der Leichnam ist, da werden sich die Geier versammeln. Sie sprachen darüber, wie seltsam das war und dass es vielleicht ein Zeichen oder eine Warnung Gottes war, jedenfalls war es irgendwie unheimlich, oder? Meine Mutter erzählte mir Jahre später, dass sie nur wussten, dass er ein kleiner Mann war. Vielleicht war er sogar technisch gesehen ein kleiner Mensch, ich weiß nicht, welches Alter er hatte, das wurde mir nie gesagt. Es wurde auch nie in den Nachrichten gezeigt, also gibt es nicht viel mehr zu berichten. Monate später kehrten wir an die Stelle zurück, wo wir mit Steinen ein provisorisches Denkmal errichteten. Ein Kreis mit einem Kreuz in der Mitte. Mein Vater riss den Vers aus der Bibel heraus, den er am Abend zuvor gelesen hatte. Dann legte er ihn unter den Stein in der Mitte des Kreuzes und sprach ein Gebet. Danach erzählte ich zwar ab und zu Freunden davon, aber ich habe nie wirklich darüber gesprochen oder darüber nachgedacht. Diese Erinnerung wurde kürzlich geweckt, als ich ein Video über den berüchtigten Wanderer Kenny Veach sah, der vermisst wurde. Da ich wegen meiner Epilepsie ein schreckliches Gedächtnis habe, fragte ich meine Mutter, wann und wo wir die Leiche gefunden haben. Sie sagte mir, dass sie sich nicht daran erinnern kann, wann es passiert ist, nur dass wir sehr jung waren. Sie erinnerte sich aber daran, wo es passiert ist. Auf der anderen Seite des Sunrise Mountain, auf dem Weg zum Lake Mead. Eine Zeit lang dachte ich, dass er es gewesen sein könnte, denn sein letzter bekannter Aufenthaltsort war keineswegs in der Nähe, aber auch nicht weit entfernt. Offensichtlich konnte es nicht Kenny sein, denn er verschwand, glaube ich, im Jahr 2014 und damit war meine kleine Untersuchung beendet. Ich fand es schon immer seltsam, dass die Leiche in mehrere Teile aufgeteilt war. Auch die Tatsache, dass er nackt war. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser Mann ermordet wurde. Ich frage mich nur, wer er war und warum. Ja, das ist die Geschichte, wie ich und meine Familie eine Leiche gefunden haben. Ich dachte, sie könnte für einige Leute interessant sein und vielleicht hat jemand tatsächlich Informationen oder Gedanken zu diesem Erlebnis. Vielleicht zeichne ich ein Bild aus dem Gedächtnis von dem Ort und den Details, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Die Nachtschicht. Ich arbeite seit etwa 3 Jahren bei Dollar General, kümmere mich um die Kasse, das Inventar, öffne, schließe und so weiter und so fort. Die meisten dieser Läden werden bei ihrer Eröffnung gebaut, viele der anderen befinden sich in Einkaufszentren und so weiter. Der Laden, in dem ich arbeite, wurde in ein älteres Gebäude verlegt, das einer Frau aus der Gegend gehört.
Das Gebäude und das umliegende Land wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Davor war das Grundstück ein altes Gehöft, das der Familie des heutigen Besitzers gehörte. Am Bachufer stand ein ziemlich großes Bauernhaus, das der Familie Guje gehörte, die aus Vater, Mutter und drei Mädchen bestand. Im Jahr 1901 war die ganze Stadt fast vollständig überflutet. Nahezu 90% aller Geschäfte und Häuser wurden zerstört und eine endgültige Zahl der Opfer wurde nie ermittelt. Das Haus der Guje fiel den Fluten zum Opfer, aber alle Familienmitglieder wurden gerettet, außer Anale, der mittleren Tochter, die etwa 7 Jahre alt war. Sie hatte sich während der Überschwemmung nach draußen geschlichen, um ihre Katze zu retten, war zu nah an das unterspülte Bachufer getreten und wurde leider von der Strömung mitgerissen und ertrank, als der Boden unter ihr nachgab. März 2016. Mein Vorgesetzter hatte beschlossen, an einigen Abenden in der Woche ein Team für die dritte Schicht zusammenzustellen. Zwei andere Mitarbeiter, nennen wir sie Dave und Lisa, und ich beschlossen, dies zu tun, und die ersten paar Nächte verliefen reibungslos. Wir legten einfach ein bisschen Musik auf und arbeiteten, bis der Laden am nächsten Morgen öffnete. Der Tag, an dem sich das änderte, war ein Dienstag, ich kann mich nicht mehr genau an das Datum erinnern. Wir kamen alle um 22 Uhr und gingen direkt zur Arbeit. Gegen 11:30 Uhr wechselte der Pandora-Sender, den wir gespielt hatten, zufällig von Rap zu Swing. Wir schalteten zurück und nahmen es mit einem Achselzucken hin, keine große Sache, oder? Um 1 Uhr morgens beschlossen wir, für eine Rauchpause nach draußen zu gehen. Wir ließen die Hintertür offen, um etwas Licht zu haben und um weiter Musik zu hören. Ich bemerkte, dass Dave immer wieder mit einem absolut unerklärlichen Gesicht in den Laden zurückblickte. Lisa und ich bemerkten es, und als wir hinschauten, sahen wir ein kleines Mädchen mit braunen, lockigen Haaren und einem blauen Kleid. Sie stand im Laden und hielt einen Prinzessin Elsa Luftballon in der Hand. Wir waren alle vor Angst wie erstarrt. Dave sagte schließlich: "Hey Süße, alles in Ordnung? Wie bist du da reingekommen?" Sie stand still und stumm da und starrte uns an. Dave stand auf und sie rannte kichernd davon. Wir konnten sogar ihre Schuhe auf den Fliesen klappern hören. Wir gingen alle in den Laden und suchten nach ihr. Keiner von uns wusste, was zum Teufel los war. Nur ein paar Minuten später hörten wir, wie Sachen durch die Gegend geworfen wurden. Ich meine damit nicht nur, dass sie bewegt werden, ich meine, dass sie in alle Richtungen geschleudert wurden. Wir erkannten, dass es aus dem Spielzeugregal kam, und als wir dort ankamen, war es, als hätte eine unsichtbare Person einen absoluten Wutanfall bekommen. Es dauerte etwa 5 Minuten, dann hörte es plötzlich auf. Wir hörten Folgendes in der Reihenfolge: Kichern, Gackern, Weinen, Schluchzen und dann einen markerschütternden Schrei. Als das Schreien begann, spürten wir alle, wie uns etwas zurück in Richtung der Tür zum Lagerraum schob, die wir zuvor geöffnet hatten. Als wir alle wieder draußen waren, knallte die Tür zu und der Sicherheitsalarm wurde ausgelöst. Innerhalb weniger Minuten war ein Beamter vor Ort, der an unseren Gesichtern erkannte, dass etwas passiert war. Er ging durch den Laden, begutachtete den Schaden und kam dann wieder heraus, um uns zu befragen. Er rief unseren Manager an, damit er in den Laden kam und sich die Sache ansah. Der Beamte bat darum, sich das Überwachungsband anzusehen, und er und der Geschäftsführer sahen sich alles mindestens 6 oder 7 Mal an. Aus Neugier recherchierte unser Manager bei der historischen Gesellschaft und konnte uns sagen, wer sie war und wie sie starb. Nach dieser Nacht beendete unser Manager das Lagerpersonal der dritten Schicht und hat seitdem jeden neuen Mitarbeiter vor Annalee gewarnt. Ashley Love. Am 5. Oktober 2009 arbeitete die 19-jährige Ashley Love in der Schlussschicht bei Arby's. Ihre Mutter, Tammy, holte sie nach der Arbeit ab und brachte sie nach Hause. Ashley sah sich mit der Familie das Spiel der Packers im Fernsehen an. Als das Spiel zu Ende war, duschte Ashley und ging ins Bett. Alles schien ein ganz normaler Abend zu sein. Aber diese Nacht war alles andere als normal. In den frühen Morgenstunden des 6. Oktober brach ein Einbrecher in das Haus der Loves ein und ging zu Ashleys Zimmer im 2. Stock. Der Eindringling trug eine Schrotflinte bei sich, die er auf Ashleys Gesicht richtete, bevor er den Abzug betätigte. Tammy, Ashleys Mutter, schlief in ihrem eigenen Bett am Ende des Flurs und bemerkte den Schuss nicht, aber sie schreckte auf. In dem Moment hörte sie Schritte vor ihrer Tür. Sie sprang auf, rannte zur Tür ihres Zimmers und riss sie auf. Tammy sah sich einem Eindringling gegenüber, der eine Schrotflinte in der Hand hielt.
Tammy, die dachte, dass das Haus ausgeraubt wurde, begann zu schreien: »Nehmt, was ihr wollt und geht bitte!« In diesem Moment rannte der Eindringling, der dunkel gekleidet war und eine Maske über dem Gesicht trug, weg. Er verließ das Haus durch die Seitentür und lief wahrscheinlich über den Hinterhof des Love-Anwesens. Tammy rief ihrem Mann zu, er solle nach Ashley sehen, und er machte sich auf den Weg zu Ashleys Zimmer. Er rief ihren Namen, erhielt aber keine Antwort. In der Dunkelheit ging er durch ihr Zimmer auf das Bett zu. Als sich Joes Augen an die Dunkelheit gewöhnten, erkannte er, dass seine einzige Tochter erschossen worden war. Die Polizei von Milwaukee reagierte auf den Vorfall und trennte die Familie sofort, um mit jedem von ihnen zu sprechen und ihre individuellen Schilderungen der Geschehnisse in dem Haus in dieser Nacht zu hören. Tammy sagte der Polizei, sie habe den Eindringling gesehen. Sie beschrieb ihn als männlichen Hispanoamerikaner, etwa 20 Jahre alt, von durchschnittlicher Größe und Statur. Er hatte kurzes schwarzes Haar mit Stacheln. Seltsamerweise nahm die Polizei Tammy nicht mit zu einem Phantombildzeichner, aber dazu später mehr. Tammy erzählte ihnen, dass sie dachte, der Eindringling habe einen Komplizen. Sie sagte, dass sie, als der Eindringling weglief, glaubte, eine weitere Person weglaufen zu sehen. Als die Nachricht von der Ermordung bekannt wurde, waren Ashleys Familie, Freunde und Kollegen schockiert, als sie erfuhren, dass sie getötet worden war. Ein Freund sagte gegenüber Fox, dass er die Nachricht nicht glauben konnte. Er war überrascht, weil sie nicht mit Leuten abhing, die so etwas mit sich bringen würden. Die Polizei von Milwaukee leitete sofort eine Untersuchung des Einbruchs ein, der sich in einen Mord verwandelt hatte. Sie durchsuchten das Haus und sammelten Beweise. Laut dem Love and Justice Podcast wurde nichts aus dem Haus entwendet, was die Ermittler dazu veranlasste, einen Raubüberfall als Motiv auszuschließen. Es scheint, dass Ashley, das gutherzige Mädchen mit dem großen Lachen, das Ziel war. Es wurden Suchhunde eingesetzt, um Ashleys Mörder aufzuspüren. Die Hunde folgten einer Fährte durch den Hinterhof und entlang eines Baches, der dort vorbeifließt. Dann war die Fährte verschwunden, möglicherweise weil ihr Mörder oder ihre Mörder in ein wartendes Fahrzeug gestiegen waren. Ashleys Telefon wurde durchsucht, ihre Konten in den sozialen Medien analysiert und zunächst suchte die Polizei nach einem hispanischen Mann mit spitzen Haaren, der auf die Beschreibung des Eindringlings passte, fand aber nichts. Obwohl die Polizei wusste, dass Tammy, dem Mann, der ihre Tochter ermordet hatte, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, wurde kein Phantombildzeichner hinzugezogen, der mit ihr arbeiten und ein Bild erstellen sollte, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. Stattdessen verließ sich die Polizei auf die Beschreibung des Täters als männlicher Hispanoamerikaner mit spitzen Haaren. Nach Angaben des Milwaukee Police Department wurde jeder, der Ashley in irgendeiner Form kannte, gründlich überprüft. Die Familie Love wurde in ihrem Fall vollständig entlastet. Im Dezember 2009 gaben die Ermittler bekannt, dass sie glauben, Ashley habe sich vor ihrer Ermordung heimlich mit jemandem getroffen. Auf einer Pressekonferenz baten sie die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes, mit dem sich Ashley in jenem Sommer mehrmals getroffen haben soll. Sie sagten, dass Ashley ihn über Facebook oder MySpace kennengelernt haben könnte und dass es möglich ist, dass sie ihren Freunden und ihrer Familie nicht von ihm erzählt hat. Die Polizei beschreibt diesen Mann als weiß und Anfang 20. Er hat eine schlanke Statur und fährt vermutlich einen blauen Pickup amerikanischer Bauart aus der Mitte der 2000er Jahre mit Nadelstreifenverkleidung. Der Wagen hat Chromfelgen, getönte Scheiben und eine erhöhte Federung. Der Mann könnte in den wärmeren Monaten im Baugewerbe gearbeitet haben. Die Ermittler waren nicht in der Lage, den Mann zu identifizieren und er wurde nicht als Verdächtiger genannt. Die Ermittler wollten nur mit ihm sprechen. Das Milwaukee Magazine berichtete, dass dies ihre einzige Spur sei. Während die Polizei nach dieser Person sucht, glaubt ihre Familie nicht, dass sie einen heimlichen Freund hatte. Ashleys engste Freunde sagten, Ashley sei zu ehrlich und offen, um ein Doppelleben zu führen. Nachdem die Polizei die Theorie des geheimen Freundes öffentlich gemacht hatte, setzte die Familie Love eine Belohnung von $1000 für Hinweise auf den Fall aus. Am 6. Jahrestag der Tat kündigten Tammy und Joe an, dass sie eine Belohnung von $5000 aussetzen würden. Leider reichte keine der beiden Belohnungen aus, um jemanden dazu zu bewegen, sich mit Informationen zu melden. Zu diesem Zeitpunkt zog Ashleys Familie aus ihrem Elternhaus aus, da es zu traumatisierend war, dort weiter zu leben. Tammy, die ihre Tochter sehr vermisste, besuchte Ashleys Grab jeden Tag. Auch 2017 gehörte es noch zu ihrer täglichen Routine, nach der Ruhestätte ihres Kindes zu sehen. Im Jahr 2012 wurde Ashleys Fall als Cold Case eingestuft. Sicher, der Fall wird hin und wieder untersucht, aber ohne neue Informationen gibt es keine Möglichkeit, ihn voranzutreiben. Im Jahr 2017 erklärten die Ermittler gegenüber True Crime Daily, dass sie das Motiv für Ashleys Tod immer noch nicht kennen.
Einer sagte: Ich denke, bei einem Verbrechen wie diesem weiß man nicht genau, was das Motiv ist, bis es erklärt wird.